Also das Gehirn wird nicht durch genetische Programme zusammengebaut. Es gibt überhaupt niemanden, der dieses Hirn in irgendeiner Weise zusammenbaut, sondern das ist ein sich selbst organisierender Prozess. Im Grunde genommen wie bei einem Unternehmen, wenn der Unternehmer nicht mit einer festen Vorstellung dran geht und es gleich ganz genau von Anfang an weiß, wie das werden soll. Wer das nicht macht, ist es wahrscheinlicher, dass sich das Unternehmen unterwegs erst herausbildet, dass sich dann verschiedene Abteilungen bilden und das ist ein sich selbst organisierender Prozess. Wunderbar. Und so ist es auch mit dem Hirn. Vernetzungen im Hirn sind nicht festgelegt, sondern die sind zeitlebens umbaubar. Und das hat eine riesige Konsequenz für uns Menschen, nämlich damit es umbaubar ist, darf nichts festgelegt sein. Und das ist der Grund dafür, dass sich unsere festen Verschaltungen, die dann unsere Triebe und Instinkte steuern, schon seit der Urzeit von den Primaten allmählich aufgelöst haben. Das heißt, unser Verhalten wird nicht mehr wie bei Tieren durch Triebe und Instinkte gelenkt, sondern, ja, und jetzt kommt die, wodurch denn eigentlich? Und die Antwort heißt durch die Vorstellung, die wir im Laufe unseres Lebens aus den Erfahrungen, die wir in diesem Leben bis dahin gemacht haben, ableiten. Manche Vorstellungen übernehmen wir von anderen. Wir sind also auf eine fast prosaische Weise Suchende in dieser Welt. Wenn wir ehrlich sind, weiß keiner, wie es geht. Wir müssen es ausprobieren. Das geht leichter, wenn man sich mit anderen gemeinsam auf den Weg macht. Aber selbst das schützt einen nicht davor, dass man sich als Einzelner und manchmal sogar als Gemeinschaft, manchmal sogar als ganze Gesellschaft hoffnungslos verirrt. Das kennen wir alle. Und das ist dann die frohe Botschaft, die dann kommt. Und wir wollen ja hier keine Angstmacherei machen, dass man sich dauernd nur verirrt. Man kann sich verirren, aber man kann auch wieder rausfinden. Das heißt, wenn es zeitlebens umbaubar ist, darf man unterwegs auch mal in die Irre gehen. Man muss nur rechtzeitig merken, bevor man umgekommen ist, dass das eine Sackgasse gewesen ist und dann muss man die Kurve kriegen. Manche Menschen sind so überzeugt von ihren einmal hergeleiteten Vorstellungen, dass die dann nicht in der Lage sind, die Kurve zu kriegen. Das ist beeindruckend. Menschen können sich auch über Triebe und Instinkte hinwegsetzen. Menschen können sich sogar selbst töten, weil sie die Vorstellung haben, dass ihr Leben ohne diese Partnerin, die sie da jetzt verloren haben, keinen Sinn mehr macht. Das kann kein Tier. Da sieht man, wie stark wir von unseren Vorstellungen geleitet sind. Und diese Vorstellungen leiten wir ab aus den Erfahrungen, die wir machen. Und was im Hirn verankert wird, sind aber nicht die Probleme, die man hat, sondern die Lösung. Und das ist ja auch wichtig. So, was soll ich mir die ganzen Probleme merken? Obwohl wir ständig uns nur unterhalten über die vielen Probleme, die wir gehabt haben und dabei aber vergessen, uns zu fragen, ja und, was hast du denn für eine Lösung gehabt? Es kann sein, dass wenn man als Junge bei einem Vater groß wird, der einen schlägt, hat man natürlich ein heftiges Problem und dann muss man eine Lösung suchen. Und welche Lösung läge näher als die, sich genau an dem für sein weiteres Leben zu orientieren, der erfolgreich mit einer bestimmten Verhaltensweise vorankommt? Also die Identifikation mit dem schlagenden Vater oder mit dieser Gewalt, die man einsetzt, um andere dazu zu bringen, dass sie so reagieren, wie man das selbst will. Das Kind, es sucht nach einer Lösung und der Papa bietet sie ihm förmlich an. Und das geht uns allen so, nicht nur mit diesem furchtbaren Beispiel des Schlagens, auch, dass es im Leben immer darauf ankommt, immer schön alles ordentlich zu machen, dass es immer darauf ankommt, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, dass man alles unter Kontrolle haben muss, Karriere machen muss und reich werden muss. Also da gibt es ja nun ein ganzes Spektrum von lauter solchen Lösungen. Und wenn ich das so aufzähle, wird schon deutlich, ja, es gibt Lösungen, die dann auch ein ganzes Leben lang tragen könnten. Aber es sind eben irrsinnig viele Lösungen dabei, die in die Sackgasse führen, in die Irre führen.